Und das letzte Pick, vielleicht ist ja nochmal gut. Ja, kostet über 100k, also 160k die beiden, also alle zusammen. Vielleicht so knapp an die 200k. Und Rechtsklick. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Pack Opening, aber in Form von Picks, also ein Player Pick Opening. Ich habe 10 Stück gemacht, 10 Stück klingt nicht viel, aber wir sind gerade in der Footies Zeit. Es sind 81er plus Player Picks, das heißt die Chance ist deutlich höher, hier eine Special Card zu ziehen. Ich finde, heute sollten auf jeden Fall so 2 Walkouts, wäre ganz nice, und die ein oder andere Special Karte sollte auch dabei sein. Ich weiß, die Special Karten sind an sich nicht mehr so viel wert, da das hier aber sowieso ja alles Untrade ist, die Player Picks, ist es relativ egal. Es geht nur um Rating und um SBC Futter, weil wir bekommen ja auch noch Icon SBCs und so weiter und so fort. Und da will ich auch noch ein paar hier machen. Deswegen hoffe ich einfach, dass ein paar von den 10 81er plus Player Picks ein bisschen was gönnen. Also wie gesagt, mindestens SBC-Futter. Das heißt, ab 84 bin ich zufrieden. Genug dazu, gehen wir jetzt auf jeden Fall direkt rein ins erste. Ich mache die einfach nacheinander, würde ich sagen. Und ein 84er direkt. Schön. Nimmt man mit. Am Anfang FIFA war ja, also war bei mir meistens so bei 81er plus, dass halt wirklich so 3 81er waren und vielleicht ein 82er, 83er so. Fast wie hier, aber hier haben wir wenigstens noch einen 83er. Den Typen habe ich auch schon so oft gesehen, den FIFA. Das ist unglaublich, Digga, dieser Zeko, ne? Jedes Mal. Und ja, so sahen die auf jeden Fall öfters bei mir aus. Wir nehmen uns einfach mal Halstenberg damit. So, zack. 3 von 10 haben wir schon. Ein Drittel ist schon durch. Bis jetzt noch keine Special Card. Okay, jetzt sind alle 83. Fast an dem Punkt, wo ich sage, okay, ist in Ordnung. So, die Hälfte ist schon weg ab dem Pick. Und 84er nochmal, zack, Corona. Also wenn man die auf Masse macht, kann man auf jeden Fall ja sich einiges an SBC-Futter safe mitnehmen. Ja, ein 83er Zeko schon wieder. Nehmen wir uns Drap mit. Wir haben auch gerade noch ein paar andere SBCs, deswegen noch... Oha, ja, Mondi, Jungs, wie viel war der mal wert? Der war mal ein paar 100k wert, ne? Ist immer noch viel wert, relativ eigentlich. Easy, ich weiß, ich muss kurz mal gucken, Footbin, Jungs, ich mach ein kurzer Cut, ich muss gucken, wer mehr wert ist. Also Mondi ist auf jeden Fall noch über 100k wert. Ich würde auch sagen, ich nehme Mondi mal mit. Der hätte zwar ein besseres Rating, der Tavan, aber ich nehme Mondi mit. Geil, also wir haben eine Special Card, eine gute dabei. Mein Ziel ist erfüllt, ein paar 84er, 2 Stück besetzt, eine Special Card. Genauso wie ich es am Anfang gesagt habe, wie ich es gerne hätte. Und noch eine Special Card und eine 84er. Quadrado. Ich glaube, die beiden kann man so jetzt noch in FIFA spielen. So 95er und 92er Tempo, geht komplett fit. 2 Stück haben wir nur noch. Machen wir das letzte zuerst und dann das, was noch dazwischen ist. Noch ein 85er. Ja, nice. Und das letzte Pick. Vielleicht ist ja nochmal gut. Ja, ja, Vardy, Jungs, zum Schluss nochmal. Einen hübschen Vardy. Also ohne Scheiß, Jungs, macht ihr euch. Auch wenn ihr kein SBC-Futter habt, man muss ein paar seltene dafür abgeben. Ich glaube 7 seltene und 4 halt Non-Rares. Und ihr kriegt die Rare-Karten so für 1k zurzeit. Digga, ich weiß nicht, wie viel Vardy kostet, aber der wird auf jeden Fall. Also ich nehme den mir erstmal mit, ne? Nicht, dass ich hier jetzt noch irgendwie Fettfinger. Ich gucke nochmal kurz, wie viel Vardy kostet. Also die Karte von Vardy kostet 60k. Mondi kostet über 100k, also 160k die beiden, also alle zusammen. Safe so ungefähr, vielleicht so knapp an die 200k und ich habe dafür vielleicht, keine Ahnung, 30k ausgegeben. Also sehr, sehr geil. Jungs, geil, nehme ich mit, macht die auf jeden Fall auch. Und wenn ihr irgendwas Gutes zieht, dann schickt mir das gerne auf Instagram, denn ich habe mir jetzt auch einen Account gemacht, so heiße ich da, könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Ab und zu kommt da auch was online, irgendwas bei den Reels, irgendwelche TikTok-Videos, die ich auch da hochlade oder in der Story, wenn irgendein Video online kommt. Und ansonsten war es das von mir und ich hoffe, wir sehen uns selber bald zurück hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bis dann, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Gülle, Gülle, das wie Danja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu.